Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Du bist denn, ich verschwinde jetzt. Gut. Genau, hau ab. Ja, nicht leichter als versprechen. Gut. Dürfen wir jetzt dann in Ruhe rasten? Ich habe nämlich langsam keinen Nerv mehr. Was wollt ihr? Gut. Ein Ring, etwas Gold. Wehe euch. Dankeschön. Was? Beinahe unter meiner Würde. War das jetzt so schwierig? Kameradschaft, Abenteuer, gutes Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr. Ich zermalm dein Gesicht. Genau, Oka. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ich zermalm dein Gesicht. Was immer ihr braucht. Das möchte ich gerne sehen. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Dein Gesicht. Ja. Oh, sogar ein Halbunker. Also ein Obrillion. So, war's das? Nee, da ist noch ein Ogre-Berserker. Ah ja. Was? Meine Klinge wird euch zurechtstoßen. Geht bitte auf den los und du magische Geschosse. Am besten gleich zweimal, wollte ich eigentlich sagen. Na, das hat sich dann wohl erledigt. Ein Goldring, eine Ersatzwaffe für Minsk. Und jetzt bräuchten wir mal etwas Heilung. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Die beiden hat es nämlich doch schon ein bisschen getroffen. Also einmal Heilung auf beide. Was wollt ihr? So. Nichts leichter als das. Ich schätze mal, das waren jetzt alle Ogre. Oh, ein Heiltrank und ein... Ist das ein Schnelligkeits... Das ist kein Schnelligkeitsöl. Ja, seltsam trübe Öl. Schnelligkeitsöl sieht nämlich ein bisschen anders aus. Das ist nämlich eigentlich eine weiße Flasche, die so ähnlich aussieht wie ein Heiltrank. So, wir haben die Ogre erledigt. Was hat die verrückte Zwergin jetzt dazu zu sagen? Die sagt Wolf. Also nein, die sagt nicht Wolf. Ich sage, hier sind Wölfe im Weg. Also immerhin schlägt sich dank ihrer singenden Klinge gar nicht mal so schlecht im Nahkampf. So, du da Zwergin. Ich bin ganz Ohr. Das ging aber schnell. Verflixt. Ich weiß nicht. Sucht euch jemand anders zum Plaudern. Ich mag keine Frage- und Antwortspiele. Ich habe zu tun. So, sie geht. Tagebuch ist aktualisiert. Ich habe die Ogre getötet, von denen Sahedra erzählt hatte. Als ich ihr davon berichtete, dachte sie so angestrengt darüber nach, was ich noch für sie tun könnte, dass sie glatt bei der Belohnung vergaß. Naja, ein paar tote Ogre sind Belohnung genug, oder? Die 300 Erfahrungspunkte sind ein bisschen mau. So, jetzt schnappen wir uns den flüchtenden Wolf. Eine Schleuderkugel später. Ja, unterschätze nie die Schleuder, die Macht der Schleuder. Hier ist es wieder schön. Eure Freunde, gehen aus. Nicht alle sind so vertrauenswürdig wie Minsk und Bu. Vielen Dank. Haben es die beiden schon wieder davon? Also ja, das Waldgebiet hier ist ein bisschen viel doof. Geht weg, Bären, ich will nicht mit euch kämpfen. Was? Ja, ich hab genug.
genug davon. Immerhin schleicht dich mal durch den Schatten durch. Da dürften die Bären normalerweise nicht aggressiv werden, hoffe ich mal. Ein Hobgoblin-Elite, der hier rumpatrouilliert. Okay. Meine Klinge wird euch zurecht. Nein, nicht Angriff auf den Hobgoblin. Verschwinde lieber mal. Und versteck dich weiter im Schatten. Auch wenn ich Infravision besitze, ziehe ich das Tageslicht vor. So, im Schatten verstecken gelungen. Bären. Genau so. Ja, gut. Dann gehen wir irgendwie an den Wald mit den Bären lieber mal vorbei. Oder suchen besser gesagt mit Immo in einen Weg vorbei. Was wollt ihr? Gut. Bei den Hobgoblin-Eliten, den lasse ich nicht einfach so da rumstehen. Denn ich verschwinde jetzt. So, sind hier auch so viele Bären? Nein, aber hier sind Zwarte. Was? Nichts leichter als das. Was wollt ihr lang? Eine Gruppe von Zwarten, die eine Kuh bedrohen. Ihr müsst mir helfen, die Zwarts haben es wieder auf meine Kühe abgesehen. Ja, komm, wir beschützen Bessie. Das Bier hier schon erledigt. Wow, die Kuh ist wirklich standhaft. So. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Ja, die Kuh. Muh. Danke, dass ihr Arabelle gerettet habt. Seit die Xwarte und ihre Kobold-Verwandtschaft die Minen von Nashke bevölkert haben, verüben sie immer mehr solche Überfälle. Wenn jemand wie ihr der Sache auf den Grund gehen könntet, wären alle, die hier ehrlich ihr Brot zu verdienen versuchen, euch bestimmt sehr dankbar. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Seht euch da draußen vor. Und ja, jetzt hat sich Dünar hier das erste Mal beschwert, dass unsere Gruppe so gut ist. Und das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legende sind nicht wahr. Das werden wir jetzt in Zukunft wahrscheinlich öfter von ihr hören. Ah, nein, nicht wieder das Gold. So, Tagebucheintrag. Ich bin wahrscheinlich der erste Abenteurer in den Reichen, der durch die Rettung einer Kuh etwas Nützliches gelernt hat. Ihr Besitzer Ulrich hat mir nämlich mitgeteilt, dass die Minen von Nashke von Xwarten und Kobold als Stützpunkt verwendet werden. Zu welchen Zwecken weiß nur Ogmar. Aber ich habe den Eindruck, dass die Xwarte und Kobolde da unten nicht alleine sind. Nicht alleine waren. Wir haben Malahir nämlich schon ausgeschalten. So, einmal vorbei an dem Bärenwald und es schneit übrigens gerade. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Genau, da ist unser Hauptproblem. Zwei sogar. Und jetzt beschwert sich Yahira, dass wir nachts unterwegs sind. Nichts leichter als das. Ihr habt eine Aufgabe. Beschwer dich weniger, Heimlings. Und immerhin, du besorgst dir ein paar Pfeile von den gefallenen Hauptgoblins. Wait, sogar Tränke. Ja, Bär, bleib weg. Und ich habe gerade vergessen, dass sie noch 20 Pfeile hat. Ah, naja. Kann auch mal vorkommen. Eure Gesellschaft ist in dieser Gruppe sehr willkommen. Angenehme Gegner, weil sie keine Rüstungen tragen. Wir können aber mit ihrer nackten Faust trotzdem ziemlich gut zuhauen. Das ist gut.
So, was habt ihr dabei? Schmuck? Freundschaft. Ah, ja, hier war immer ein bisschen Schmuck. Wem fehlt Neidrank? Dir? So. Plündern wir mal die anderen Orgelions ein bisschen aus. Schmuck und Gold. Nichts leichter als das. Sehr schön. Wie gesagt, wir haben ja einen Haufen Gold jetzt rausgeschmissen für Imolens Rüstung. Wobei ich sagen muss, die Investition für die Schattenrüstung gar nicht mal so schlecht war. Die Schnellschussarmbrust brauchen wir nicht unbedingt. Hey, da oben ist ein See und ein Haus. Dieses Haus sieht verlassen aus. Das wird wahrscheinlich das Bauernhaus sein von ihm hier. Ja, genau. So, haben wir eigentlich schon nach Süden geguckt, aber im Süden dürfte nichts mehr sein. Genau, da geht's zum Jahrmarkt von Nashkill. Dort können wir nur den Jahrmarkt sehen, einigermaßen. Und in der Richtung, ja, ist auch nur nichts Gebiet, was wir schon kennen, nach Kompass und Karte. Ja, am besten gehen wir jetzt hier so querfeld ein, erkunden das das innere Gebiet und gehen dann hier rüber wieder raus. Zurück nach Berikost. Oh. Zeit für ein Blutbad. Noch mehr Orgelions. Und ein Reisender. So, ihr sterbt einfach mal. Finde ich sehr gut. Wie sieht es eigentlich mit deiner Erfahrung aus? Oh, du brauchst nicht mehr viel für Level 5. Gut. Und wie gesagt, ich habe beschlossen, ich beiße den sauren Apfel und werde erst auf Level 6 zum Kleriker. Ja, Kumpel? Keine Zeit, keine Zeit. Mit Infos unterwegs. Nach allem, um von Gegebenheiten zu berichten, die in der Tat unglücklich sind. Immer mehr Überfälle durch Banditen, das Eisenerz wird weniger und alle regen sich über die Waffenknappheit auf. Bin auf dem Weg nach Am. Also wieder mal ein Bote. Oh, ein hübscher kleiner See. Können wir da einfach, obwohl das ist kein See, das ist wieder ein Stückchen Sumpf, würde ich sagen. So wie das Ganze aussieht. Hier ist das Bauernhaus. Hallo Wolf. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Aber du brauchst jetzt dringend mal eine Heilung. Ja, nichts leichter als das. So, Wolf ist tot. Und wir gucken hier nach oben. Wir hätten übrigens einen der Wölfe zähmen können, aber wir haben ja gesehen, das hebt nicht so lange. Okay, wir müssen jetzt kurz hier unten lang gucken. Und irgendwer fehlt. Dünner hier. Und da oben habe ich mal wieder jemanden gesehen. Wen wow, haben wir denn hier? Was für eine Stinkbombe. Ihr müsst bezahlen, wenn ihr hier durchfällt, Freunde. Und zwar rein zufällig mit eurem Leben. Wollt ihr euch von ihm trennen? Bitte mein Geld dürft ihr nehmen, aber das Leben ist heilig. Nein, nehmt mir das Leben, wenn ihr wollt, aber ich warne euch jetzt. Eine Bewegung oder euer eigenes ist verwirkt. Dann lasst uns das Spielchen beginnen. Feuerkameraden, auf das wir uns ihrer Dummheit bereichern. Eure Dienerin so. Steht zu euren Diensten. Ja, Ira hat die Schnauze voll und wirft mal eine Brandflasche. Genau, das hat nämlich... Au, 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 au. Ich bin verwundet. Aua. Also mit ihren Fernkampfwaffen sind sie schon wirklich böse gewesen, hat man gesehen.
Hast du noch eine Heilung für Minsk? Was wollt ihr? Gut. So, dann gucken wir mal, was haben sie denn? Räuberskalpe natürlich. Noch mehr Räuberskalpe. Pfeile für Imoen. Geld. Das ist ein ganz normales Kurzschwert, oder? Jo. Das ist übrigens ein Heiltrank, den kannst du haben, dann bist du wieder voll. Minsk, guck du dich mal um. Nimm dir ihre Rüstungen mit, die sind nämlich einiges wert. Und du?